Quirites in casius res. Gelabte Logen, Schwestern und Brüder, wir haben uns heute im Fresstempel versammelt, um ein neues Mitglied in den Reihen des Freischmarserordens willkommen zu heißen. Ein dreifach donnerndes Lacto Fibus unserer verehrten Ursprünglichkeit. Möge der käsige Duft der Ewigkeit mit dir und deinem Gaumen sein. Casius facit Beatus. Bruder Besmante. Das Käseversum ist unendlich groß. Mittendrin ist die Tür zu unserem ursprungsgeschützten Arm. Geöffnet für neue Mitglieder. So lasst uns nun enthüllen, wer die geheimnisvollen Freischmauser in Wahrheit sind. Das haben wir SB verpackt vorbereitet. In aromatischen Scheiben. Ausgewählten Folien. Bruder Asmante, Ton ab. Alles begann mit einem genialen jungsteinzeitlichen Gourmet, der die erste Käsekultstätte der Geschichte erbaute. Das Käsebesteck jener Zeit setzte sich nicht durch. Der Herr sprach: Macht euch die Erde untertan. Der Käse sei das Mittel der Wahl. Die Welt ward erobert. Zogen zu Beginn noch Bergrebellen und andere aufsässige Käseasten durchs Land, so regiert nun schon seit vielen Generationen die Dynastie der Käsekaiser. Das Volk liebt seine Herrscher. Der Herrscher schützt das Volk und den Käse und dessen Ursprung europaweit mit der geschützten Ursprungsbezeichnung GU. Hartkäse, Weichkäse, Schimmelkäse, Frischkäse, Graukäse, unzählige Varianten von köstlich. Aber die höchste Stufe des Genusses ist einem kleinen Zirkel auserwählter Personen vorbehalten, den Freischmausern. Und eines Tages im 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, da ward einem Bergbauernbub aus Tirol vom Heiland das Sennen offenbart. Auf 10 Steintafeln erhielt er die erste, zwar unhandliche, aber durchaus informative Rezeptbroschüre. Sogar über Laktose steht was drin. Über freiwillige Gentechnikfreiheit im Alpenland sowieso. Als der junge Mann mit seinen Käserezepttafeln in der Dorfschenke eintraf, bildete sich um ihn herum eine erlesene Gruppe. Bauern, Kleriker, Adelige, Künstler und Philosophen, sie alle einte das Wissen um die spirituellen Qualitäten herausragender Sorten im Käsereich. Sie hatten selbst erfahren, was es heißt, sich von kaum mehr als legal zu bezeichnenden Käsedüften in transzendentale Gebiete jenseits aller psychischer und physischer Grenzen führen zu lassen. Casius facit Beatus. Zu jedem Zeitpunkt der Geschichte schlossen sich die brillantesten Köpfe der Gesellschaft diesen Pionieren an. Bis zum heutigen Tag. Der geheimnisvolle Kulinarik-Künstler Dr. Fromage and Fritter veranstaltet für unsere Loge weltweit opulente Käseancen, sinnliche Seancen. Nicht selten arten sie in frivole Orgien aus, sogenannte Raclette-Abende. Gemeinsam mit der Flat Earth Society sind wir der einzige Geheimbund mit extraterrestrischen Mitgliedern. Die Bewohner des Planeten können sich ein Leben ohne Erdenkäse gar nicht mehr vorstellen. Bist du bereit? So sollst du nun aufsteigen zum Gipfel der Verzückung. Bist du bereit für den geschützten Käse? Nun, da ihn sogar die kontinentale Bürokratie
mit der geschützten Ursprungsbezeichnung als hervorragend anerkannt? Bringt jetzt den ersten GU herein. Du wirst jetzt mit dem ersten einen großen Sprung zurück zur Schöpfung der Käsewelt machen. Was du hier siehst, ist die Mutter aller Käse. Sie ist mehr als 7000 Jahre alt. Weltreiche entstanden, Weltreiche vergingen. Die erste blieb. Der Toast Hawaii ward erfunden und gleich wieder vergessen. Die erste blieb. Blieb und reift. Intensiv ist eine viel zu schwache Bezeichnung für Ihren Geschmack. Seid ihr bereit für den Initiationsritus der Freischmauser? Mach dich nun